Schönen guten Abend, Nordrhein-Westfalen. Hier sind wir wieder, NRW Live, natürlich mit der Late Night. Heute Abend wird es wieder eine sehr schöne musikalische Sendung. Ich freue mich sehr über meine Gäste aus dem schönen Rheinberg hier bei uns vom Niederrhein. Punkrock-Band Betontod. Sehr viele haben natürlich schon von euch gehört, spätestens seit dem Jahr 2012. Da war bis jetzt euer erfolgreichstes Album, nämlich auf dem Markt, Entschuldigung für nichts. Und heute Abend im Studio freue ich mich sehr darauf, zum einen Sänger Oliver Meister und an seiner Seite Gitarrist Frank Vohwinkel. Schönen guten Abend, Jungs. Danke, dass ihr hier seid. Ihr seid ja gerade frisch mit der Tour fertig geworden. Das neue Album gibt es seit dem 27. Februar. Werden wir gleich auch noch sehr, sehr viel drüber sprechen. Aber erstmal vielleicht so ein bisschen die Uhr so ein bisschen zurückdrehen, wie es so schön heißt. Ihr habt ja jetzt das große Jubiläum. Seit 25 Jahren gibt es euch als Band Betontod. Ihr kommt aus Rheinberg. Wie waren die Anfänge damals, Anfang der 90er Jahre für euch? Wie hat alles angefangen? Ja, erstmal hallo, schönen guten Abend, schön hier zu sein. Ja, also angefangen hat das natürlich irgendwie als Jugendlicher, als Schulband. Also ich bin zugezogen, ja. Ich bin kein wirklicher Rheinberger, sondern ich bin Zugezogener. Und man hat früher Flausel im Kopf gehabt, also selber Musik gehört und wollte dann irgendwo auch mal dahin kommen, wo seine, ja. Ich sag mal, seine Fans sind, wie auch immer. Was waren so die großen Vorbilder bei euch damals? Also wie hat das angefangen mit den Toten Hosen, ja. Über Daily Terror, Normal, also das, was jetzt nicht jeder so kennt, sondern wirklich was schön in die Punkschiene ging, Razzia und ja. Sowas. Oder was auch mit dabei war, waren Sachen wie Maiden, Slayer, also ich habe nicht nur den reinen Punk gehört, sondern irgendwie war so, dass ich den Metal mitgebracht habe, also nach Rheinberg, sag ich jetzt mal. Ja. Ist auch bei euch immer noch so, ihr hört privat ja auch ganz gerne noch auch Metal-Mucke, also ist nicht nur die reine Punk-Musik, ihr seid auch richtige Metal-Jungs. Ja, also seit 25 Jahren, so kann man das sagen, ja, ja. Und es gibt immer noch gute Metal-Bands, die man sich neu auch anhört. Überwiegend bin ich aber halt so einer, der dann sagt, naja, neu ist immer so eine Sache. Also ich bleib dann schon bei der alten Schiene und das, wie die anderen auch, die hören dann halt irgendwie. Gibt es noch Maiden. Andere? Ja, Maiden. Ja, Klassiker. Die bleiben Klassiker bei Maiden. Also wie gesagt, das sind die Klassiker. Und ja, klar, das muss sein, sonst ist das zu punkig. Also wir haben viele Metal-Einflüsse dadurch, dass wir auch Metal-Schlagzeuger früher hatten. Und der hat natürlich auch seinen Einfluss so ein bisschen mit da reingebracht und von daher, es macht dem Ganzen auch irgendwie, es gibt dem Ganzen noch so einen gewissen Reiz. Ja. Das ist dann nicht einfach nur Ufta, 1, 2, 3, 4, 4-Takt-Punk, sondern es muss auch schon mal krachen zwischendurch. Ja, ihr habt, es war ja so eine richtige, also diese richtig klassische Ochsentour kam ja sogar damals. Ihr habt ja wirklich Stück für Stück am Anfang so die Republik für euch erobert. Und ich glaube, der Frank hat mal in einem Interview gesagt, ihr hattet mal einen Gig gehabt, ich glaube vor 3 zahlenden Gästen. Ich glaube, das war irgendwo in Nürnberg dann vor einiger Zeit. Ja, Nürnberg-Furcht. Ich erinnere mich, ja. Ja, da fährt man irgendwie von uns 5, 6 Stunden hin. Ja. Da waren wir noch relativ jung, haben auf der Fahrt schon gut einen gehoben und gefeiert. Und dann kommt man da an und sieht 3 zahlende Gäste. Und dann standen wirklich 3 Leute da. Ja, aber Mensch hat trotzdem irgendwie einen schönen Abend gehabt. Ja. Also gut abgerockt trotzdem noch. Man blendet das aus halt. Ne? Und das Endergebnis war wie bei manchen anderen Abenden auch. Und dann habt ihr, glaube ich, klassisch hinter der Bühne auf ein paar ollen Sofas dann auch gepennt danach nach dem Konzert. Klar, war halt früher so. Ne? Ja, den Luxus, den man vielleicht heute hat, den hatten wir früher. Eine ziemlich lange Zeit halt nicht. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Es hat sich ja unglaublich viel bei euch getan. Mittlerweile seid ihr auch gerade auf der Tour mit einem großen Nightliner unterwegs. Werden wir gleich auch noch mal reinschauen, weil ich bin sehr, sehr neidisch. Die Jungs haben nämlich was sehr Cooles auf diesem Bus. Das werden wir uns gleich in Ruhe noch mal anschauen. Aber wenn man alleine mal so ein bisschen das Revue passieren lässt. Ihr habt in Eigenregie, glaube ich, über 1000 Konzerte organisiert. Mittlerweile 7 Studioalben auf dem Markt. Seit dem 27. Februar ist ja das allerneueste Album draußen, Traum von Freiheit. Ist es für euch, wie ist es für euch, wenn wir so ein bisschen Zurückblick auf die Anfänge, weil das werden wir auch noch gleich kurz ansprechen, ihr habt ja auch das Album auch mit unter anderem sehr bekannten Produzenten, der auch mit den Toten Hosen schon zusammengearbeitet, aufgenommen in der Nähe von Münster, wo ja auch einer der ganz, ganz großen Hosensongs auch entstanden ist, der große Hit Tagen wie dieser. Wenn ihr so ein bisschen zurückblickt, ist es für euch immer noch schwer greifbar oder ist es eine Sache, wo ihr sagt, doch klar, nach 25 Jahren, das sind jetzt so die Früchte, die wir uns auch wirklich auch verdient haben? Ja, also ich denke mal schon, dass man dann sagt, nach 25 Jahren, jetzt muss dabei mal was rumkommen und jetzt wollen wir dann auch mal von diesem sogenannten großen Kuchen, den man sich erarbeitet hat, also quasi wie gesagt, diese 1000 Konzerte sind ja kein Pappenstiel, nee, das machst du nicht mal eben so tüdeltü und dann sind sie da.
Es ist natürlich so, dass du dir versuchst, eine Fanbase irgendwo erstmal aufzubauen. Ja. Und das kann keine Band, die hat von vornherein irgendwie 2000 oder 500 oder 100 Leute dann irgendwie da stehen. So. Und dadurch, dass wir wirklich, wie gesagt, vor drei oder auch schon vor 2000 oder wie bei auf Wacken vor 40.000 gespielt haben. Zweimal schon über Wacken mit dabei. Ne? Ja, das ist natürlich so eine Sache, wo du denkst, jetzt es geht bergauf und die Leute nehmen dich jetzt umso mehr wahr. Und natürlich möchtest du dann irgendwann auch mal sagen, so jetzt nach 25 Jahren, jetzt muss doch mal der Baum irgendwie Früchte tragen, die man ernten kann. Ja. Und ich finde, bis jetzt ist uns das so einigermaßen gut gelungen. Der Weg nach oben ist natürlich noch offen. Also wie gesagt, wir sind noch nicht an der obersten Speerspitze irgendwo angelangt. Und aber der nächste Schritt ist ja eingeleitet mit dem aktuellen Album. Und vor allen Dingen, ich habe es erfahren, auch jetzt schon unglaublich groß und hoch auch eingestiegen, das neue Album. Ich glaube, momentan auf Platz 11 seid ihr jetzt gerade in den Charts damit. Ja, es ist auf 11 eingestiegen. Klar. Bevor wir gleich ganz genau über das neue Album sprechen, wir haben ja noch ein bisschen so über die Vergangenheit gerade drüber geredet, Wacken gerade angesprochen, aber auch da, und das habe ich auch von einigen Leuten gehört, die euch tatsächlich damals auch gesehen haben in Wacken, dass auch die ganzen gestandenen Metal-Fans auch richtig gut abgegangen sind bei euch. Und das sehen wir nämlich auch hier in einem Video aus dem Jahre 2012. Ich möchte den Zuschauern nicht vorenthalten, die Leute sind gut mitgegangen. Klassiker von euch, Glück auf, ich glaube aus dem Jahre 2006 der Song. Und da sehen wir mal, wie die Jungs von Betontod in Wacken empfangen wurden und die Leute kannten alle den Text. Hier sind sie nämlich. Sicher auf jeden Fall im hohen Norden mit den Jungs von Betontod im Jahre 2000. Zweimal wart ihr schon mit dabei bei Wacken. Wirklich eine coole Nummer. Gleich werden wir noch sehr viel mehr über das neue Album erfahren. Und wir können auch heute Abend eine Premiere verkünden, eine Videopremiere. Es gibt sehr, sehr frische, aktuelle Bilder von euch von der Tour. Sie ist ja durch diverse Städte gegangen in Deutschland, unter anderem aber auch in Österreich und in der Schweiz. Werden wir gleich alles noch in Ruhe zu besprechen. Wir mit Betontod heute Abend, der Late Night. Vielen Dank schon mal bis hierhin, dass ihr da seid. Und gleich geht's natürlich weiter hier bei uns bei NRW Live. Bleibt dran. Bitte.